Meine große Tochter hatte den sehnlichsten Wunsch, mit mir einmal angeln zu gehen. Das haben wir auch gestern gemacht und wir hatten Glück, es gab sogar eine Forelle. Ja, diese eine Forelle reicht natürlich nicht für einen Haushalt mit 4 Köpfen und deswegen dachte ich, ich mache daraus ein Video und zeige heute einen Klassiker und zwar die Forelle Müllerin-Art. Dazu brauchen wir nicht viel, außer pro Person eine Forelle, die wir hier haben, etwas Butter, Mandeln, ein paar Kartoffelchen als Sättigungsbeilage, zur Deko und zum Aromatisieren noch etwas Zitrone, Petersilie und Mehl nachher, um die Forelle zu wenden. Ich starte erstmal damit, mein Wasser aufzusetzen, denn das, was am längsten dauert, sind eigentlich die Kartoffeln. Und solange ich die am Schälen bin, kann ich das Wasser hier schon mal heiß machen, um die schnell zu kochen. Und als Kartoffel verwende ich ja immer die kleinen, die jungen Drillinge oder neuen Kartoffeln. Ich finde die einfach geschmacklich ganz toll und man kann sie einfach besser auf dem Teller anrichten. Sieht netter aus. Oder wie bei dem Gericht separat in einer schönen Schüssel servieren. Ich schäle schon mal und dann geht's weiter. Wenn die Kartoffeln alle geschält sind, dürfen sie ins Wasser rein und das Wasser salzt sich erst, wenn es kocht. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dann kocht es einfach ein bisschen schneller. In der Zwischenzeit stelle ich nochmal ein kleines zweites Töpfchen auf und da rein gebe ich einfach die Butter, um die darin zu schmelzen, denn klassisch gibt es zur Forelle Müllerin auch immer so schöne Mandeln gebräunt in Nussbutter. Das machen wir jetzt als nächstes. Mit der Hitze übertreibe ich natürlich nicht. Ich nehme zum Schmelzen gerade mal mittlere Temperaturstufe 5, dass sie nicht gleich anfängt voll zu braten, denn da ist die Molke drin und die neigt einfach dann schnell zu verbrennen. So kann ich es langsam schmelzen lassen und dann mit einem kleinen Löffel die Molke rausnehmen oder das Ganze durch ein ganz feines Sieb laufen lassen, dass ich nur noch die reine Butter habe, um die dann später mit den Mandeln noch ein bisschen gehen zu lassen, damit die Mandeln das Aroma kriegen. Die Kartoffeln kochen jetzt. Also kommt hier ordentlich Salz dazu. Wenn es kocht, schale ich ein bisschen runter. Das muss nicht voll sprudeln und blubbern. Das reicht, wenn es ganz leicht köchelt. So ist die Hitze ideal für die Kartoffeln und ich spritze mir den ganzen Herd nicht voll, weil hier sieht man auch schon, da ist so ein bisschen Wasser übergekocht. Und besonders ist das wichtig, dass es nicht voll kocht, wenn ich später irgendwas anbrate im heißen Fett, weil dann spritzt das Wasser ins Fett und dann ist es ganz unangenehm, dann haben wir die Sauerei überall. Die Butter ist jetzt fast geschmolzen. Ich gehe jetzt mit der Temperatur etwas hoch und bleibe jetzt hier beim Topf stehen und schaue wirklich, was darin passiert. Hier sieht man auch schon, es fängt an zu blubbern. Die Molke, die unten sitzt, geht es nach oben auf. Beginnt dann leicht zu verbrennen und dadurch entsteht dieser nussige Geschmack. Wenn man soweit ist, kann man das Ganze durch ein ganz feines Sieb durchlaufen lassen oder durch einen Kaffeefilter, um nur noch rein das Butterfett zu haben ohne die Molke. Dann die Mandeln reingeben. Diese Arbeit spare ich mir aber tatsächlich auch ab und an gerne. Auch bei der Hollandaise nehme ich die Molke nicht raus. Ich lasse sie drin, weil die gibt noch mehr Aroma. So kommen jetzt hier die Mandeln mit dazu. Und dann gehe ich wieder auf die Temperatur und lasse die Mandeln leicht anbräunen. Und so kriegen wir eine richtig tolle Mandelbutter, die wir später über den Fisch drüber geben werden. Zum Fisch komme ich jetzt. Den habe ich natürlich schon ausgenommen. Ganz wichtig, wer noch nie angeln war und denkt, ich gehe jetzt auch mal angeln, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das auch legal machen kann, ohne Angelschein. Ja, dann irgendwie ein, zwei schöne Fische hat, die nach Hause nimmt, vergesst es, die am gleichen Tag zuzubereiten. Denn der Fisch bekommt am Anfang auch erstmal, wie alles, was irgendwie stirbt, eine Leichenstarre. Und vor allem ein ganz frischer Fisch direkt aus dem Wasser rauszuziehen, dann zu braten, der ist einfach aromatisch nicht ganz so toll. Viel besser ist es wirklich, den Fisch dann mindestens 24 Stunden im Kühlschrank zu lassen, davor natürlich ausnehmen. Wie das geht, das zeige ich mal in einem anderen Video. Und dann, wie gesagt, den Fisch im Kühlschrank lassen, bei 3 Grad etwa, also ganz unten. Und am nächsten Tag ist er auch wieder schön weich, um damit weiterarbeiten zu können. Die Mandeln hier schäumen gerade schön auf. Und man sieht auch schon, wenn ich hier am Bewegen bin, die haben eine leichte Bräunung erhalten. Ganz wichtig ist jetzt zu stoppen, denn die Mandeln sind jetzt heiß, das Fett ja auch und es zieht noch nach. Wenn ich zu spät aufhöre, das zu bräunen, verbrennt mir das Ganze. Deswegen stelle ich es jetzt beiseite. Ich kann die Butter nachher beim Anrichten auch noch mal kurz auf den Herd stellen, um sie warm zu machen und dann richtig schön über den Fisch drüber machen. Kommen wir zum Fisch. Den nehme ich jetzt erstmal und ich salze ihn. Dabei drehe ich die Mühle auf ganz fein und die Forelle, die muss man nicht schuppen, das ist auch eigentlich aussichtslos, da oben groß rumzumachen, ist völliger Blödsinn.
die Haut und die kleinen Minischuppen, die werden knusprig, die kann man ganz toll mitessen. Nach dem Ausnehmen ist hier mittig alles frei. Die Kiemen nehme ich auch mal mit raus. Und anschließend salze ich den von innen und von außen. Ich habe ihn davor gewaschen und dann leicht abgetupft. Das mache ich jetzt aber nochmals. Dann leicht salzen von außen. Wie gesagt, die Mühle sehr fein eingestellt. Dann drehe ich ihn mir einmal um, salze auch noch hier. Und von innen auch. Da ist natürlich besser, wenn man so eine Prise Salz hat und die reinnimmt. Aber mit etwas Übung kriegt man das auch mit der Mühle hin. Jetzt gibt es die Fans, die sagen, den Fisch muss man auf jeden Fall noch säuern. Das ist klassisch bei der Müllerin eigentlich so. Ich lasse es aber raus. Ich mag viel lieber den reinen Geschmack vom Fisch haben, ohne Säuerung. Und meliere ihn dann. Und die Zitrone gibt es später, die man sich dann schön über den Fisch drüber machen kann. Dafür habe ich jetzt einen Teller genommen, auch wieder einen ovalen, der so groß ist, dass der gesamte Fisch drauf passt. Setze ihn einmal hier rein, drücke leicht an und drehe ihn auf die andere Seite um, dass dieser Fisch einmal richtig schön überall im Mehl gewesen ist. Dadurch wird einfach diese Haut noch etwas knuspriger. Meine Pfanne war heiß. Ich habe jetzt etwas Rapsöl dazugegeben und dann circa einen Esslöffel Butter, die ich darin auch noch schmelze. Und solange das passiert, nehme ich jetzt nochmal die Forelle und klopfe die etwas ab, dass nicht zu viel Mehl dran ist. Und einfach nur eine schöne feine Schicht von dem Mehl auf der Forelle hängen bleibt. Und dann darf die Forelle gleich in meine Pfanne rein. Und hierbei ist wichtig, wenn die Pfanne kleiner ist als der Fisch, dass auf jeden Fall das Fleisch vom Kopf bis hier zur Schwanzflosse in der Pfanne drin ist. Die Schwanzflosse muss nicht unbedingt reinpassen. Aus dem Grund setze ich es hier so hin und das biegt sich dann so mit der Zeit. Und so wird das Ganze jetzt von beiden Seiten 6 bis 8 Minuten je nach Größe gegart. Ich brauche bei der schätzungsweise 7 Minuten von beiden Seiten. Und danach drehe ich sie gleich einmal um und werde sie dann immer wieder mit einem Löffel und etwas von dem Fett begießen, damit es auch schön nochmal anbrät, die Haut knusprig wird und aufschäumen kann. Die ersten 10 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt nehme ich den Fisch und versuche ihn mal vorsichtig umzudrehen. Und brate ihn dann weiter und hier, wie gesagt, ab und an einfach mit dem heißen Bratfett den Fisch übergießen. Da kann man dann auch an die Stelle gehen, wo im Schwanzflossenbereich noch nicht so viel Hitze hingekommen ist. Und dann schaue ich nach meinen Kartoffeln. Die haben es ja schon die ersten 7 Minuten vom Fisch im Wasser gelegen, davor bei der Vorbereitung. Wir sind jetzt etwa so bei 17 Minuten. Ich steche einmal rein und die lösen sich ganz langsam richtig schön vom Messer runter. Also ich sehe das langsame, ihr seht es gleich, wenn sie rausfällt. So, da ist sie jetzt schon perfekt, denn die zieht auch noch etwas nach. Ich nehme jetzt schon mal und gieße das Wasser ab und gebe jetzt zu den Kartoffeln auch noch mal etwas Butter, Salz und Petersilie. Jetzt kann ich den Fisch rausnehmen und vorsichtig auf meinen Teller setzen. Die Petersilienkartoffel mache ich jetzt hier einfach separat in ein kleines Schüsselchen rein. Das hat den Vorteil, dass ich mir immer eine Kartoffel nehmen kann, die ich gerade essen möchte und mir aber auf dem Teller einfach den Platz halte, um den Fisch zu essen, um die Filets auszuziehen, um die Gräten wegzumachen. Als Säurespiel kommt noch etwas Zitrone dazu. Da nehme ich zum einen einfach mal eine schöne Scheibe, die ich mir hier noch hinsetze. Nochmal ein Blättchen Petersilie, das kann man da schön reinzirkeln in die Mitte. Dann nehme ich meine Mandelbutter, die ich nochmal kurz auf den Herd gestellt habe, um sie warm zu machen. Das reicht auch schon. Bevor ich aber diese sensationelle Mandelbutter auf den Fisch drauf mache, noch zum Beweis, wie toll der Fisch ist und die Haut, die ist richtig schön knusprig. Das kommt durch das Mehl und die Haut kann man wunderbar mitessen. Die muss man also nicht runterschälen. Wer es nicht mag, der lässt es natürlich. Aber jetzt kommt noch ganz toll hier diese Mandelbutter auf den Fisch drauf. Die macht es dann nochmal so besonders lecker. Zum Schluss noch ein wenig Petersilie.
Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Forelle Müllerin. Ihr müsst sie nicht selber angeln, die kann man auch ja, in jedem mittlerweile oder fast jedem guten Supermarkt kaufen oder beim Fischhändler auf dem Markt. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal. Ciao.